Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pumpkin Days. Ja, wir schaffen 8 Stunden, müssen locker ausreichen. Vielleicht haben wir mal eine bessere Idee, wie wir an Geld kommen. Oh, es regnet, das ist schön. Da hinten ist was fertig. Dafür habe ich halt nur keinen Platz. Ich schaue jetzt das erste Mal nach den Aufträgen und dann ernte ich vielleicht den Salat. Gibt's ja nicht. Bürgermeister steht da oben. Okay, die Bar ist hell beleuchtet. Lorbeerblätter, ein Need Tree, auf den haben wir nicht. Some Mädesüß habe ich auch nicht. Schwarz Dali habe ich auch nicht. Wonach da habe ich auch nicht. Wasabi auch nicht. Vanille auch nicht. Ey, könnt mich mal verkaufen, jetzt echt gleich meine Ernte. Also ich habe jetzt echt die Nase voll. Ich schleppe für euch so ungefähr 20 verschiedene Blumen rum. Also ich verkaufe jetzt echt. Ich habe die Nase voll. Das Leben ist schöner ohne ganz viele Blumen. Sugar Beet, da machen wir jetzt noch hier Samen. Hier von allen 4 Samen. Sich das lohnt. Den Rest verkaufen wir. Salbei weg damit. Warte mal, könnte ich davon Samen machen? Ja, könnte ich sogar, will ich aber nicht. Das Bier hebe ich mal auf, Oregano weg, Kamille weg, Lavendel weg, Koriander weg, Lorbeerblätter weg, hier die Blume da weg, hier auch 4 Samen. Die Erdbeeren kann man eigentlich komplett wegtun, die Kartoffeln haben wir auch neu gekauft. Hier dieses komische Wolzist weg, Honig weg, Veilchen weg. Jetzt alles hier verkauft, oder? Schnittlauch? Na, ich brauche den auch nicht. Hier. Alles weg. Ich scheiße jetzt auf die Freundschaft mit den Leuten und mache mein eigenes Ding, weil das erfolgreicher ist. So, hier haben wir ein bisschen Kopfsalat. So, da bräuchte ich dann auch 4 Samen. Und noch mal einen. Der Rest kann verkauft werden. Weil ich eh vermute, dass wir dann bald noch eine Hacke brauchen. Da brauche ich auch Geld. Und ich kann mir das nicht mehr leisten, hier alles Mögliche zu haben, um... Ja, falls mir irgendeiner von meinen depperten Dorfbewohnern hier auf eine schöne Idee kommt, irgendwas zu wollen, dass ich dann springe. Hat jetzt ein Ende. So, jetzt ist es auf zu regnen? Nein, zum Glück nicht. Okay, dann mache ich nach unten noch eine Reihe. Okay, ich bräuchte noch daneben 2 Reihen. Also 2x4. Kriegen wir, glaube ich, hin. Und nochmal 2. Und dann kaufe ich heute auch gleich noch ein paar Samen für Bäume da hinten und baue da noch ein paar Bäume an. Die gehen jetzt voll in die Landwirtschaft. Ich habe die Nase voll von den Bewohnern. Nachdem Pässe uns so verarscht hat mit... Gibt es jetzt sowas nicht mehr? So, ausrüsten, säen. So. Wenn ich die Sachen zufällig da habe oder weiß, okay, die kriege ich richtig schnell, gibt es das. Ansonsten habe ich jetzt Pech gehabt, Pancakes und dieses Bier und den Tee, den kriegen wir auch noch irgendwie hin, indem ich das kaufe von den Leuten da. Ansonsten müssen wir warten, dass wir dann mal eine Küche haben. Okay, danke von Dahlia. Nudeln mit Tomatensauce. Ich schätze, ich kann nicht mit jedem warten, mir zu helfen. Bisschen, nur ein wenig, Alter. Eine dunkelrote Rose haben wir erhalten. Können wir gleich mal anschauen, wie die aussieht. Hier zieht man sich nämlich um. Remove. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, keine Hosen an. Ja. Boah, da sehen die, glaube ich, echt ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, die ist besser. Okay. Haben wir uns den Ärger von Tessa abgeholt. Ist mir aber eigentlich auch gesagt, scheißegal. Heute ist Yelmos Geburtstag. Wer ist Yelmo? Ich glaube, es ist einer von der Friedhofsgang.
Gilfies ist da. Okay, zwei Leute fehlen uns hier sogar noch. Ich habe keine Ahnung, wer. Jelmo. Kurkuma-Dahlia, Jelmo hier. Peach Recep Sandwiches, Mixed Drink Festival. Habe ich nicht. Ganz einfache Aussage habe ich nicht. Info. Was haben wir denn da noch? Minze, Thymian, Meerrettich. So, das können wir eigentlich auch alles verscherbeln, würde ich mal sagen. So, dieses Essenszeug, das sehen wir auch. Weil das ist ja schon wichtig. Aber den Rest können wir eigentlich auch verkaufen. Nehmen jetzt keine Rücksicht mehr auf meine Bewohner. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ja, den Rest können wir einfach mal verkaufen. Info. Das alles hier wird verkauft. Wir kriegen morgen so unendlich viel Kohle. Ich sehe es schon kommen. Okay. Der kriegt heute auch nichts zum Geburtstag. Dann wollte ich mal einmal ins Café schauen und dann wollte ich noch runterschauen zu den Verkäufer, zu den Blumen, also zu den Samenverkäufer. Ich überlege sogar, ob ich mir noch ein paar Erdbeeren hole, also ein paar Erdbeersamen. Weil wenn die halt immer wiederkehrend sind, das bringt, glaube ich, schon viel. So. Café war doch hier auch irgendwo da hinten. Wo ist denn das Café? Saloon Sophia Spa. Was ist das eigentlich gerade für eine komische Musik? Die ist richtig random einfach. So. Wir schauen nach da unten. Ich kümmere mich jetzt richtig ums Farming. Und wenn ich irgendjemandem Gefallen tun kann, indem ich ihn was durch die Gegend trage, das mache ich auch gerne. Aber hier ist am schwarzen Brett, das lohnt sich nicht. Oh, schau, ihr braucht was. Ja, das kann ich machen. Hier wieder in die Tasche tun. Das mache ich doch gerne. Na, wie geht's so? Und dann kaufen wir was von dir. Gerste, Weizen, Zucker. Okay, du hast heute leider keine Bäume und das andere Zeug habe ich, glaube ich, alles schon angepflanzt. Egal, dann komme ich wann anders wieder. Aber danke für den Auftrag. Delivery for Zoe. Und auf dem Weg dahin nehmen wir halt jetzt jede Person mit und reden mit denen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Auftrag. Hallo, Nikolas. Na, wie geht's? Hast du Bäume? Nee, du hast nur so dämliche Samen. Okay. Dann schauen wir jetzt mal zu Zoe. Da ist Kumuku. Aber dann müsste gleich das Café sein, oder? Das Café nicht hier hinten? Nee, das ist die falsche Ecke. Aber Kumuku. Nee, sorry, pennt hier in der Runde. Okay. Brauchst du was? Okay, sie kann es immer noch nicht laden. Ich dachte eigentlich, ich will dir helfen. Aber wenn du dir nicht helfen lassen willst, ist es nicht mein Problem. Gut, ist eine rasende Ratte, schön. Wo ist denn das Café? Da, Tormsdorf. Ah, hier drüben, das ist einfach so eine Verkaufsstraße. Okay, schauen wir noch bei Ihnen vorbei. Fragen ihn, ob er was braucht. Ah, ja, der braucht sogar was. Ja, natürlich kann ich das machen. Wegpacken. Na, wie geht's dir? Kaufen, verkaufen. Ja, nee. Also ich brauche irgendwann halt wieder eine Gießkanne, aber die ist jetzt noch fast voll und das passt dann schon. So, dann schauen wir mal da rein. Okay. Lilly. Na, wie geht's? Buy and sell. Kirschsaft, Pfirsichtee, Minztee. Nee, ich brauche grünen Tee. Nee, hast leider nichts, was ich brauche. Bitte. Wem soll ich mal? Sister Johann. Da können wir gerne auch auflaufen. Vielleicht hat er ja auch jemanden Auftrag für uns.
Aber wie gesagt, ich gehe jetzt in jeden einzelnen Scheißladen ran und frage, ob die irgendwas für mich zu tun haben. Hey, Kid. Hey, Farmer Kid. Er rennt da lang. Das sind diese Rose. Mag er sich. Und schauen wir mal da rein. Na du. Okay. Brauchst du was? Ja, für Zoe. Gerne doch. Ich eh schon ein paar Aufträge. Kann ich nicht mitnehmen. Und wie geht's so? So, dann schauen wir mal zu den beiden. Dann schauen wir zu den Schwestern noch hoch. Hallöchen. Brauchst du auch was? Ja. Was stand da gerade auch so nie? Na, wie geht's? Zoe, Zoe, Zoe. Okay, ja, ich muss dreimal zu Zoe. Völlig in Ordnung, dann schauen wir mal nach da oben. Okay. Da unten ist Yelmo, mit denen reden wir doch auch mal, nicht, dass der was braucht. Ja, macht ein bisschen Friedhofsversammlung hier wieder. Was willst du? Okay, Friendship plus 4 kriege ich mit denen. Ich glaube, der hat heute Geburtstag, aber ja. Ist mir ja eigentlich egal. So. Ich hoffe, die eine pinnt jetzt gerade nicht. Das wäre sehr scheiße. Okay. So. Ja, natürlich mache ich was. Cook Potato Soup. Okay. Wie viel pennt gerade? Ja, gut, dann können wir gleich zu Zoe gehen. Die wird dann schon wieder in der Bar sein. Bleibt sich auch gerne nachts in der Gegend rum. Die wechseln sich ja einfach ab mit dem Schlafen. Habe ich schon verstanden. So. Katze. So. Mich würde mal interessieren, welche zwei Bewohner mir da noch fehlen. Hallo Zoe. Bleibst du mal stehen? Hallo Rose. Okay, ja, natürlich mache ich das. Black Flowers, okay. Ich glaube, die findet man in der Mine, aber ich bin mir da nicht so sicher. Na, wie geht's dir so? Na, wie geht's euch so? Na. Okay. Dann schauen wir noch da drüben. Zoe ist wohl im Musikladen Thanks, gerannt. babe. Okay. Hey. Hey. Okay, ich habe 40 Gold fürs Ausliefern wohl bekommen. Ezekiel Alec. Okay, für jeden was anderes. Okay. Aber das mache ich doch gerne. Gerne renne ich hier durch die Gegend und bringe jeden den Scheiß, den er haben will. Hier war ich zum Beispiel schon lange nicht mehr. Okay, du bist nichts. Tessa ist eh eine dumme Kuh. Tessa wird ab jetzt von mir ignoriert. Okay. Ah, hier der Arzt. Brauchst du etwas? Oh, zu Zoe, ja, natürlich. Gerne doch, zu Zoe, irgendwie. Ach, das ist der Tierarzt da, Alec. Okay. Wegen mir kann ja jeder das sein, was er will. Arscher, brauchen wir was. Und Ezekiel. Hallo Jamie. Na du. Ja, ich sollte irgendwas bringen. Hey, ich habe schwarze Socken halt. Ich glaube, ich trage gerade nicht mal Socken. Okay, der ist mega verpeilt, aber okay. Ich kann Socken anziehen. Yay, ich trage jetzt endlich Socken. Nach fast über einer Woche trage ich endlich Socken. Toll. Dann rennen wir zu Ezekiel. Ja, diese ganzen Missionen, die werden wir nacheinander abarbeiten. Also viele haben sich halt geklärt, wenn wir kochen können. Und wenn wir halt dann natürlich auch die Rezepte dafür haben.
Dann klären sich, denke ich mal, 90% dieser Quests und der Rest ergibt sich dann schon irgendwie, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir kurz hoch in den Tempel, wenn wir hier schon auf dem Weg sind. Dann kriegt die gute. Kennt die jetzt immer noch? Okay. Sehr creepy. Ja. Wenn das nicht ihr Zeit ist, das haben wir eh unendlich viel Zeit und ich finde, wir sollten uns die Zeit auch einfach lassen. Bringt ja nichts. Okay, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Pumpkin Days. Bis dahin. Bye.